Herzlich willkommen in meinem neuen Video. In diesem ganz kurzen Video zeige ich euch mal ein Phänomen, das bei jedem auftreten kann und man weiß nicht, wie man das Problem löst. Wenn man irgendwelche Armatur, egal welches Modell oder Marke, aufmacht so, und wieder zumacht, stellt es sofort das Wasser ab. Also aufmachen, zumachen, da tropft auch nichts mehr nach. Wenn man aber eine Armatur hat, die man aufmacht, wieder zumacht und hier jetzt noch 2 oder 3 Sekunden nachtropft, dann ist das Problem nicht in der Kartusche, wie jeder jetzt denken würde, sondern in einem anderen Bauteil, und das zeige ich euch gerade an einer Armatur, die so ein Problem hat. Hier habe ich eine identische Armatur, einfach mit einer Auszugsbrause. Und was bei dieser passiert, ich drehe es mal ein bisschen, dann sieht es jeder. Ich mache das Wasser auf. Hier ist der Filter auch nicht ganz gut. Und was passiert? Ich mache zu und sie stellt nicht sofort ab. Also nochmal. Und jetzt kommen sogar noch ein paar Tropfen. Jeder würde jetzt denken, da ist irgendwas an der Kartusche kaputt, beziehungsweise sie schließt das Wasser nicht. Dabei ist das Problem ein ganz anderes. Nämlich hier innen drin hat es ja wie bei jeder Armatur einen Filter. Den nehme ich jetzt mal raus, den nehme ich weg und tausche ihn durch einen neuen. Ich weiß jetzt nicht, ob das das gleiche Maß hat, sollte gleich sein. Einfach komplett neu. Und dann probieren wir das Ganze noch einmal mit einem neuen Filter. So, jetzt könnt ihr sehen, das ist der neue, das hier ist der alte. Sieht nicht schmutzig aus, der alte ist einfach aus Plastik und der neue hat hier vorne, ist der aus Gummi. Unter dem Video in der Beschreibung befinden sich Links zu den Produkten bzw. Filtern, die ich benutzt habe, und auch für größere Filter, zum Beispiel für Badearmaturen. So, und jetzt nach dem Wechsel von dem Filter probieren wir das Ganze mal aus. Und jetzt seht ihr, der stellt sofort ab. Auch wenn ich ganz langsam mache, etwas langsamer, er schließt sofort. Also war das Problem wirklich nur in diesem kleinen Bauteil, also in diesem kleinen Strahlregler, heißt das heutzutage. Und hier könnt ihr jetzt sehen, das ist die zweite Armatur, also das ist ein Doppelwaschbecken. So, der da haben wir ja ausprobiert, funktioniert perfekt. Und bei dem hier ist das Problem genau dasselbe oder noch schlimmer. Da geht es noch viel länger. Und wenn ich auch hier das gleiche mache, hier sieht es jetzt auch nicht so extrem schmutzig aus, hier drin sogar gar nicht. Und ich montiere einfach einen neuen Filter mit einer neuen Dichtung. Dazu muss man das Wasser nicht abdrehen oder sonstiges vorbereiten. Jetzt probieren wir das Ganze. Und hier war das Problem genau dasselbe.